So, hallo liebe Leute. Ich habe mir gedacht, da mein Projekt mit Diablo 3 nicht so wahnsinnig geil bei euch angekommen ist. Beziehungsweise, ja gut, es hat ein paar Klicks bekommen, aber naja. Es scheint ja niemanden so wahnsinnig zu begeistern. Dachte ich mir, ich mach mal werde meinen Kanal so ein bisschen jetzt mal ausrichten auf einen Mix aus World of Tanks und wahrscheinlich War Thunder, weil das sind gerade die Spiele, die ich überhaupt noch spiele, neben League of Legends ab und zu mal mit einem Kumpel. Aber die Spiele hier spiele ich relativ intensiv noch. Deswegen dachte ich mir, heute mal eine sozusagen Vorstellungsrunde, was mein Account bei World of Tanks angeht. Ich werde mal hier meinen Forschungsbaum durchgehen, damit ihr so wisst, was überhaupt meine Erfahrung ist. Also wie ihr hier gerade schon seht und auch im Hintergrund. Ich bin bei den Chinesen, obwohl es der neueste Baum ist, glaube ich. Oder der, nein, die Japaner, glaube ich, noch neuer. Der neueste Baum ist am weitesten. Das ist mein höchster. Mit dem 110er Höhe habe ich keinen Panzer. Das ist mein einziger Stufe 8 Panzer. Der ist auch voll ausgebaut. Dann halt hier der T34-1, den ihr gerade schon im Hintergrund gesehen habt. Also ich habe bis Stufe 6, glaube ich, verdammt viel gespielt. Weil ihr seht es auch. Bis bei den Franzosen, Stufe 6 Panzerjäger, Stufe 6 Heavy Tanks. Franzosen Artillerie, Franzosen leichte Panzer habe ich sein gelassen. Kommen wir zu den Deutschen. Da seht ihr verdammt viel freigeschaltet. Wie gesagt, auch alles bis Stufe 6 sehr groß freigeschaltet. Finde halt, da kommt man relativ einfach in, wenn man sich da mal einen Tag, einen Nachmittag drauf konzentriert, ist man eigentlich schon bei Stufe 6 angekommen. Oder ja gut, dann auch zwei Nachmittage manchmal. Es geht alles sehr, sehr schnell. Hier bin ich auch bis zur Hummel gekommen. Ich habe auch die Grille ewig viel gefahren. Also wirklich ewig viel, aber dann kam das Arty-Update und dann hatte ich keine Lust mehr. Ich hatte dann, wie gesagt, die Hummel schon und hatte keine Lust mehr, Arty zu fahren. So, ja, hier habe ich auch die VK30, VK36. Mit dem VK30D bin ich irgendwie nie richtig warm geworden. Ja, alles so in allem, denke ich, ist es relativ klar, was hier ist. Bei den Briten, da bin ich sogar bei vielen Stellen um Stufe 5, außer bei den Heavy Tanks, aber das ist ein bisschen schwierig. Die haben ihre Eigenarten. Beim Crusader versuche ich noch auf den Cromwell zu kommen, aber naja, bei den anderen, die haben ihre Eigenarten einfach mal. Die sind nicht wie alle anderen Nationen. So, Amerika ist noch eine höhere Nation mit einem T25-2 und einem T29. Beziehungsweise bin ich hier gerade bei den M4 die Medium-Linie am Reinspielen, damit ich dort mal ja, ein bisschen reinschnuppern kann, weil ich gerade sehr viel Spaß am Medium-Fahren habe. So, und was haben wir denn hier noch? Die bei den Russen bin ich bei den Panzerjägern, bei der Su-152, beim KV-13, dem IS. Ja, das ist so meine höchsten. Ach, T-150 spiel ich gerade noch. Und den KV-1S habe ich einfach nur für meine Kompanien. Achso, und den KV-2 will ich noch erspielen, deswegen habe ich den KV-1 noch. Also ihr seht, wie gesagt, bis Stufe 6 bin ich relativ breit aufgestellt. Das gleiche, das war bei den Japanern wieder, bin ich bis Stufe 6 Chito gekommen. Und habe danach ein bisschen meine Schwierigkeiten gehabt. Der ist, naja, der ist in allem so Durchschnitt. Der hat nichts, sowas hier wie der T34-1 zum Beispiel, der einfach mal einen so harten Turm hat, dass relativ klar ist, wie man den benutzen soll. Nee, das ist alles ein bisschen durcheinander. Ja, mein Clan ist Nemesis, wenn ihr den suchen wollt, auf den EU-Servern. Ja, und momentan ist gerade ein Event, fünffache Erfahrung, deswegen würde ich mal sagen, geht's einfach mal los. Nicht wundern, falls ihr irgendwie sagt, der ist voll Noob, der schießt ja nicht mal mit Gold. Ja, das ist einer meiner Grundprinzipien. Ich habe komplett alles gespielt ohne einen einzigen Goldschuss. Und ich schieße einfach nicht mit Gold, weil ich der Meinung bin, das Ding, diese Kugeln sollten rausgepatcht werden, weil das Spiel dann unbalanced ist. Aber das kann man vielleicht mit jemandem diskutieren, der damit mit mir rüber diskutieren möchte. Wenn ich hier alleine da vor mich hinquatsche, ist das wahrscheinlich alles relativ einseitig. Wie gesagt, ich mag es einfach nicht. Ich bin der Meinung, ohne Gold ist das ein viel, viel orientierteres Spiel. Und ich überlege gerade, wo ich hier hingehe. Ich bin Top-Tier, Medium. Ich habe einen ganz guten Turm und durch die Winkelung, also durch die Anschrägung, auch eine relativ passable Frontpanzerung. Ich werde wahrscheinlich mal durch den Canyon dort fahren. Da drüben. Ein KV-1 kommt mit, das ist natürlich geil. Komm, Hetzer, du darfst fahren. Ich fahre hinter dir lang. Fahr doch einfach. Wie ihr schon seht, ich benutze hier eine Mod, die Melty Marth Crossair Mod. Ich
Das sieht er jetzt noch nicht. Ich werde dann sehen, wenn ich Schaden kriege, zeigt oder wenn ich sie abradder, zeigt es mir das unten an. Von wem und mit was für Kugeln und so weiter. Ja. Sonst XVM benutze ich nicht mehr, seitdem man es registrieren muss, um die Statistiken zu bekommen. Und was fährst denn du dort so weit vor? Du bist ein Medium. Also, du bist ein Top-Tier-Medium. Und fährst hier durch die Gegend wie sonst was. Ah, schade. Verschossen. Wahrscheinlich wurde ich da hier gescoutet in dem Moment. Ach Leute, entspannt euch mal. Da war ein T1 Heavy, der nicht durchkommt. Jetzt kommt er durch. Au. Okay, ich bin doch ein bisschen weicher, als ich dachte. Sind die durchgekommen? Brauche vielleicht auch nochmal da auch eine Anzeige für. Au! Oh fuck, das war die Arti. Will ich mich jetzt reparieren? Kostet ja gerade nichts. Also jetzt fahre ich gerade ziemlich Mist zusammen, muss ich mal so feststellen. Bisschen einnehmen, bisschen einnehmen. Oh, der Chinu kann ganz gut schießen, der schießt vor allem noch schnell. Da brauche ich nichts. Ja, dankeschön, Birchgun, perfekt. Muss ich mich mal ein bisschen bewegen und die Arti hat mich vorhin schon mal beschossen. Oh, jetzt zieht glaube ich auf mich. Ja, fuck. Ich dachte, der ist mit dem KV-1 da unten beschäftigt, aber der KV-1 hat ihn irgendwie nicht so beschäftigt. Was macht denn der Churchill da? Mach ihn doch weg! Fahr rum und mach ihn weg! Jetzt traut er sich nicht, dahin zu fahren. Beim Panzer 4, beim Panzer 3 sogar nur. Oh je, Typi. Birchgun macht ganz gut Arbeit. Am 8A1. Der T1 Heavy rum da drüben auf, ey, meine Fresse. DW2. Macht doch recht den Panzer 3 weg. Ah, Leute. Wahnsinn, sie haben es geschafft. Der Schütze 3 hat es hingekriegt. Hat echt Glück, der M81, dass es da nicht getroffen wird. Naja, gehen wir mal zurück. Spielen wir mal einen meiner Lieblingspanzer, würde ich sagen. Und zwar den T34-1. Deswegen habe ich ihn auch hier gerade angemalt. Weil ich ihn wahrscheinlich behalten werde als 7er Panzer. Den finde ich einfach sehr schön. Bis jetzt der 7er Panzer, der mir am meisten Spaß macht. Natürlich kommen wir direkt in ein 9er Gefecht. Los geht's dann mal. Mit einem 5er Panzer irgendwie in 7er Gefecht zu kommen, finde ich eigentlich üblicher als mit einem 7er Panzer ins 9er. Gerade um die Uhrzeit, das ist hier irgendwie früh um 11. Da fällt mir eigentlich gar keine Uhr da. Naja, ihr habt es gerade gesehen in dem in der Garage, da gibt es eine Uhr in dem Video hier, wann es war. Und es ist früh und nicht abends. Salut, Herr Fun, oder was? So, jetzt muss ich mir überlegen, wie ich meinen Panzer hier anwinkle. Wo kann ich den hier hinpacken, dass mein Turm nur rausguckt? Also wirklich nur mein Turm. Weil das Problem ist, ich habe 60 Frontpanzerung. Oh Gott, ist ich. Steuerung. 60 Frontpanzerung auf der Wanne. Ich glaube maximal 60 Front und dann sogar noch weniger an den Seiten. Oder das bleibt komplett gleich, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall wenig Panzerung. Für einen 7er. Allerdings habe ich 200 auf meinem Turm. Plus diese Rundungen da. Kann ich mich hier irgendwo... Ja, das ist alles so offen. Das ist mir eigentlich alles... Alles nicht... Ich bin jetzt nicht so scharf da drauf, da durchzurushen. Tut mir leid, WZ, aber ich habe keine große Lust, dir dort zu helfen an der Stelle. Ich bin ja auch noch laut hier. Blöderweise weiß ich nicht, wann ich aufgedeckt bin. Anscheinend bin ich aufgedeckt. So wie es hier rumknallt. Um die Ecke schauen.
Ich lasse mal kommen, lieber, glaube ich. Das ist, denke ich, eine sinnvollere Variante. Ich würde vermuten, hier drüben sind Gegner. Oh, da war ich auf jeden Fall aufgedeckt jetzt. Shit, ich bezweifle, dass mich der Hügel hier gegen Artifeuer schützt. WZ, was machst du da? Das ist keine kluge Idee. Da habe ich auf irgendeinem Grund nicht getroffen. Also achso, im Zoom-Mod plus natürlich auch noch. Also ich könnte hier auch rauszoomen. Um ein bisschen Überblick zu verschaffen. Hilft mir aber, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel. Zumindest im Moment nicht. Ich kann hier nicht vorstoßen. Ich kann nur hoffen, dass mein Team ist irgendwann auch. Okay, die AT geht auf den T29. Logisch, ist ein schöneres Ziel als ich. Ja, tut mir leid, dass es jetzt ein bisschen passives Medium-Spiel ist, aber im Low-Tier, also als unterste Stufe. Oh, unser MT25 wird natürlich direkt ein Jagdtiger. Ah. Ich kann das nichts schießen, das sind viel zu viele Häuser. Jagdpanther hacken halt einfach um. Ah, die Badger hat es dafür gemacht. Ach, wir haben. Ah, das waren 9er Artis. Ich weiß nicht, wie weit ich da scouten kann. Wahrscheinlich gar nicht weit, weil, wie gesagt, alles Häuser sind. Und T29, du brauchst auch nicht schießen, weil du triffst das eh nicht. Durch die ganzen Häuser. Tiger 2 hat einen 1390 zerlegt. Das ist ja schon mal geil. Was machst du da? Das ist ein T30, Moment. Das ist ja gar kein T29. Das ist ein T30. Ich weiß trotzdem nicht, ob das so geil ist, was du da machst. Haben die so wie geändert? Kann man jetzt hier durch komplett durchfahren bis hinter oder was? Oder nur ein Stück? Anscheinend ein ganzes Stück weit. Sieht aus, als könnte man hier komplett durchfahren. Ist alles flaches Wasser hier. Na, dann folge ich doch mal dem T30. Da habe ich zumindest mal Schaden gemacht. Ja, wir haben jetzt gleich einen Jagdtiger hinter uns wahrscheinlich. Was wiederum nicht so geil ist. Sehr gut, aber das gewinnen wir trotzdem. Geduld zahlt sich nämlich aus. Hier drüben war noch ein Jagdtiger 8-8. Das ist der letzte, und dann gibt es nur die drei Artis. Gib mal Gas, wir sind ja nicht im Sumpf. Oh, ich muss mich vielleicht ein bisschen verstecken, sonst kriege ich hier gleich drei Artis in die Fresse. Wie gesagt, Jagdtiger 8-8 hinten. Ich drehe mal um. Ich bin, glaube ich, noch mit einer der schnellsten hier. Da war der GW Panther, ja, da sind die anderen Artis auch weg. Zack, 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 zack. Rückweg, 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 Rückweg. Ich muss irgendwo in den Bereich kommen. Verbündeter, verunfallt, top. Trottel. Das ist irgendwo runtergefallen. Ich werde wohl jetzt die Artis wegkriegen dort. Ja, Jagdtiger. Mach ruhig, was du denkst. Dreh dich mit der Seite zu mir. Ups, das war's Munitionslager. 500 Schaden mache ich nicht. Ja, da war dann noch ein lucky Schuss am Ende hier. Oh, die Wedge existiert ja noch. Ich dachte, es wäre schon vorbei. Die Autoloader-AD ist das, glaube ich, schon die 9er oder ist die 10er? Weiß ich gar nicht. Also Autoloader sind für
für alle Leute, die es vielleicht jetzt nicht verstehen, sind alle Fahrzeuge, die Magazine haben. Dazu zählt zum Beispiel relativ früh der auf Stufe 4 Brite, der Covenanter. Der hat zwei Schuss im Magazin. Das sind halt so die sogenannten Autoloader, die müssen das Magazin bloß austauschen und der Rest des Nachladens übernimmt das Fahrzeug an sich. Deswegen Autoloader sozusagen selbst nachladend. Ja, war doch eine ganz schöne Runde. Achso, ich habe noch eine andere Mod. Das ist hier so eine Session-Mod, dass ich halt sehe, wie gut ich war. War nicht so geil. Und hier auch so eine Pro-Gefechte-Mod. Das war eine richtig schlechte Runde. Ich habe auch verloren, deswegen würde ich sagen, wir gehen gleich nochmal mit dem M4 Sherman rein. Ich habe schon 60.000 Erfahrungspunkte. Ich brauche noch. Ja, noch 38.000. Dann habe ich den T34-2. So, M4 Sherman. Ins Zufallsgefecht. Los geht's. Also ich muss sagen, ich habe echt Spaß an den Chinesen. Auch der 110er gefällt mir ziemlich gut, wenn man irgendwie seine untere Platte verstecken kann, die relativ weich ist. Ich glaube, wir werden noch eine Runde 110er fahren. Oder bei die dritte Runde. Ich würde sagen, wir lassen das erst dann für diese Folge erstmal drei Runden, eigentlich schon relativ viel in einer Folge. Ich vermute mal, wir sind schon bei einer relativ langen Zeit. Wie gesagt, ich muss mal sehen, ich werde das jetzt so ein bisschen abwechselnd machen oder ein bisschen mischen, War Thunder und World of Tanks. Die erste Folge War Thunder müsste dann auch schon online sein, wenn ihr das hier sehen könnt. Von daher wisst ihr das wahrscheinlich schon. Ich werde mich sozusagen davon entfernen, Diablo 3 zu machen oder sowas, weil, ja, ich glaube, es gibt genug Leute, die das machen und dann spiele ich lieber sowas. Ich bin ja sowieso schon Geht's. eine ganze Weile immer am Free-to-Play-Spiele spielen. Angriff als Top-Tier. Welchem Heavy schließe ich mich jetzt mal an? Dann versuche ich mich mal mit dem KV-1 da. Go, go. Könnte ich auch durch die Stadt gehen, aber. Huch. Aber ich muss feststellen, mein M4 ist noch nicht so wahnsinnig gepanzert. Es gibt dann eine Version auf Stufe 6. Die hat richtig fette Panzerung, aber ist langsam wie Schwein. Oder halt die andere M4-Variante ist weniger Panzerung und dafür schneller. Das sind ziemlich klare Weiterentwicklungen. Übrigens, falls jemand von euch die Japaner spielt, ich fand die Japaner eigentlich bis zum 5er sehr angenehm. Der 6er ist irgendwie, keine Ahnung, der ist mir zu riesig und zu weich. So, beides so auf einmal, so ungefähr. Kann ich halt irgendwo reinwirken? Nee, kann ich nicht. Verdammt, bin zu weit gefahren zum Reinwirken. Reinwirken können, wenn ich da hinten stehen würde, wo alle anderen stehen. Also da bei C2, da könnte ich reinwirken. Papapapam. Ja, bleib doch mal in Deckung, Typ. Deckung bleiben und scouten. Kann nicht so schwer sein. Mist. Ich habe meine Chance verpasst, drauf zu wirken. Und da habe ich nicht getroffen. Warum auch immer. Oh. Jawoll. Yes, geht doch. Geht doch, geht doch, geht doch. Oh, Artis. Bewegen. Bewegen, 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 bewegen. Hier seht ihr übrigens unten auch mein Damage Panel, das habe ich vorhin vergessen anzusagen. Da seht ihr halt No Damage. Sprich, der ist nicht durchgekommen. Der ist nicht abgeprallt, der ist einfach nicht durchgekommen. Da hat er mich wahrscheinlich, ja, hat mich vorne auf der Waffenblende getroffen. Und da ist halt wirklich schwierig durchzukommen. Der B1. Oh. Hallo. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Ich mag es gar nicht, wenn mein Kumpel in den Rücken fallen will. Ah, T14 hat den KV-1 zerlegt. Och Leute. Ehrlich, jetzt lasst ihr nicht einer nach dem anderen da draus nehmen.
Au. 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 Oh, dass ich dadurch gekommen bin, ist aber Glück gewesen. Das war eigentlich ein recht mistiger Winkel. Ein bisschen umpositionieren, weil die ziehen jetzt schon dort auf mich. Wow. Wow, 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 wow. Was denn du da, B1? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ja, und das schneller als ich dachte. Geduld ist eine Tugend. Wirkungstreffer. Hallo B1. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. So, Kill Nummer 3. Die Hälfte der Teamkills sind auf mir. Okay. Shit. Das ist eigentlich nicht das, was ich will. Die Kanone ist genau, das war ein glücklicher Treffer. Der ist aber zurückgefahren. Ich werde jetzt wahrscheinlich mal ein bisschen vorstoßen müssen. Ah, sonst ist er wieder tot, der nächste. Ich bin bloß am Scouten hier, ich habe ja von hinten Backup. Nächster T14, danke schön. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Immer noch nicht. Dankeschön, Grille. Sehr gut. Das war zumindest einer weg. Kette wurde getroffen. Sie kann jeden Moment reißen. Was? Ich krieg ihn nicht tot. Jetzt haben wir den Munitionslager beschädigt. Na geil. Ich warte einfach, die Artis müssen das machen. Problem ist, wenn es hier rechts was steht, bin ich am Arsch. Also wortwörtlich. Ein Munitionslager reparieren, damit ich nicht so ewig nachladen muss. Der AT-14 tut echt weh. Das ist ein Premium-Panzer übrigens. Also den werde ich nicht einfach so bekommen. Ihr müsst ja echtes Geld ausgeben, um den zu bekommen. Macht mal den KV-1 bitte weg, Leute. Macht ihn doch weg! Kriegt den keiner von euch mal tot. Oh, Leute. Nicht euer Ernst. Das ist nicht euer Ernst, kann ich da nur sagen. Dankeschön. Ich werde mal hier ein bisschen antäuschen und hoffen, dass ich jetzt verschwunden bin. So, jetzt müsste ich auf jeden Fall verschwunden sein und werde jetzt mal hier unten rumfahren. Komm schon! VK, hilf. Der T14 hat nämlich auch nur noch so viel Leben, dass ich mit einem Schuss töte. Wow. Aber er steht halt schon da. Fuck! Wieso hat er das gesehen, dass ich da rumgefahren bin? Das ist doch scheiße. Ja, und der will nicht fahren. Damit haben wir das verloren. Wir haben nur noch ihn. Nein, wir haben sogar noch eine Valentine, aber das ist... Ach. Shit. Sorry, Leute, da. Ich konnte nicht wahnsinnig viel mehr machen, muss ich ehrlich sagen. Ja, würde ich sagen, das war's für diese Folge. Dankeschön und bis bald. Wir sehen uns dann. Oder ihr seht mir zu eigentlich nur. Ihr seht mich ja nicht. Schade eigentlich. Ja, bis bald. Dankeschön fürs Zuschauen. Einen schönen Tag noch.